Wars Community Wohnzimmer. That's a Germany Group. Ja, total recht herzlich willkommen zur deutschen Gruppe Star Wars bei Facebook, Star Wars Community Wohnzimmer. So, wir haben eine Marathon-Sendung im Mai gemacht und haben uns sozusagen vorgestellt, denn ich möchte mich nur mal bei Yoshi und bei Marco, die hier gesessen, bedanken. Wir haben eine tolle Sendung hingelegt, wir haben eine gute Resonanz in Amerika, in Frankreich. Gut, in Frankreich wurden wir nicht übersetzt, keine Ahnung warum. Die Engländer können uns ja übersetzen ins Deutsche und wir sagen, the best of is Star Wars ever, 1977 and so on. So, für uns ist Star Wars das Beste, was uns irgendwie als Fans zusammenschmiedet. Von den Fanboys angefangen 1998, dann 99, dann der Film kam. Wer die Fanboys nicht kennt, sollte diesen Film sich besorgen, weil die Fanboys gehören einfach dazu. George Lucas hat 1998 das Ganze nochmal in einen Film verpackt. Außer American Graffiti war alles da vertreten, auch die ganzen Schauspieler waren da vertreten. Carrie Fisher und alles, war eine tolle Geschichte. Und es ging dann auch gegen die Trekkies, die nachher sich Trek nannten und so weiter und so fort. Also die Fanboys kann ich euch empfehlen als Film. Der gehört einfach vor 1998 vor Episode 1. Und wenn ihr den dann gesehen habt, könnt ihr dann direkt die Episode 1 anmachen und dann euch Star Wars angucken. Aber warum mache ich heute diese Sendung? Ich mache heute die Sendung mal eben kurz alleine, weil ich für euch recherchiert habe, weil ich doch mehrfach angesprochen, weil selber eine Firma, selber 30 Jahre für Star Wars gearbeitet und somit habe ich mich verpflichtet gefühlt, mal so ein bisschen zu recherchieren. So, erstens, Star Wars hat noch nie so gefloppt, wollen wir mal klarstellen. Auch Han Solo hat nicht gefloppt. Warum das jetzt momentan so ist, wie es ist, das ist alles gewollt. So, es gibt eine wahnsinnig große Firma. Und diese Firma heißt Webdia Group. Webdia-Group. Einfach bei Google googeln. Ist die größte Firma, einmal in Frankreich und jetzt hier auch in Deutschland, die für euch zuständig ist. Euch Fans. Ihr seid nämlich 10 Millionen Fans. 10 Millionen Fans bei denen und ihr merkt es gar nicht. Ja, ist. Ihr seid Medienfans, ihr seid bei Filmstarts, ihr seid bei MoviePilot, ihr seid bei GameStar, ihr seid bei GamePro, Allianz Network, IGN, MeinMeo, 10 Millionen, auch die anderen. Dann gibt es die nächste Wahnsinnsgruppe, das ist ARD ZDF, die Jugendlichen zwischen 14 und 24 unterstützt. Und zwar haben die ja ein Programm, ein offizielles Programm rausgenommen, haben einen YouTube-Kanal Funk erfunden. Funk. So, und diese Wahnsinnsgruppen, diese Wahnsinnsmediengruppen, wenn ich das mal böse sagen darf, verarschen euch. Ja, ist halt so. Ihr seid 10 Millionen und sind der Meinung, dass das alles richtig ist, was Filmstars von sich gibt, MoviePilot, GameStar, GamePro, Allianz Network, IGN, MeinMeo und natürlich die gesamten anderen Nerdwerk und also die anderen, die recherchiere ich auch noch, die gehören zum ZDF und ARD. So, die Jugendlichen sind, die da vor der Kamera sind, sind zwischen 20 und 28, sind also 30 Jahre jünger wie meiner einer. So, weit über 30 Jahren, 1977, 79 habe ich PR gemacht, indem die Sachen auf dem Videoband und dieses Videoband wurde dann gegeben und dadurch kam das, natürlich war man Anlaufstelle, so wie heute auch, dass ich diese Gruppe wieder erfunden habe, diese Gruppe auf den Weg gebracht habe, ist dadurch entstanden, weil die Gruppe gefragt hat. Natürlich, ich habe gesagt, das ist kein Thema, wir sind ja ein Studio, hier passiert ja auch alles, aber ich bin natürlich nicht so mächtig wie Webdia Group und ZDF ARD. So, seitdem ZDF und ARD, weil YouTube drin ist, richtig fett drin ist, hat sich YouTube auch schwer verändert, haben vielleicht einige schon gemerkt. So, ich möchte zum ersten Mal als etwas älterer Star Wars verteidigen. So, Star Wars ist eine abgeschlossene Sache, die natürlich hätte anders hochgefahren werden können. Der Fehler bei Disney war, erstmal alle zu motivieren, erstmal alle
den Schrecken zu nehmen, dass Star Wars verkauft worden ist, dass Disney vielleicht es nicht schaffen würde. So, mit E7, also 2015, 2016 hat Disney eine Wahnsinns-PR hochgefahren und hat durch diese Convention in London Punkte gesammelt, durch E7 Punkte gesammelt und durch Rogue One Punkte gesammelt. Wunderbar, alles war alles spitzmäßig, wirklich Punkte nach, also die hatten das ganze Geld sofort wieder raus. So, jetzt müssen sie natürlich Rendite machen. Jetzt ist ein Riesenfehler passiert. 2018 hat man mal eben E8 einfach mal eben machen lassen. Na, mach, komm, mach. So, und er hat das gemacht, wie er wollte. Johnson hat gesagt, ich will das entkrusten, ich will was Neues und was weiß ich nicht alles. So, da hat Disney gesagt, ja okay, müssen wir ja. Wir haben jetzt mit E7 den Knaller. Mit Rogue One haben wir den Oberknaller, weil Rogue One mit 4, müsst ihr euch vorstellen, Rogue One erhebt 4, das ist angehoben, Ehrenwort, das ist, man hat noch mehr Spaß 4 zu sehen, sobald man Rogue One gesehen hat, wenn man sich mal mit den Emotionen beschäftigt. Also wenn man sich wirklich, ich spreche jetzt nur die Filmleute an, die nur Filme mögen, jetzt nicht Universe, Ex-Legends und Ex-Kanon, sondern Disney. Disney-Kanon ab 2015. Disney-Kanon hat natürlich einen Wahnsinnsknaller gemacht, aber einen Riesenfehler. Durch dieses Ich will euch zeigen als Disney, ja, und durch diese Wahnsinns-PR-Maschinen, die ich gerade aufgezählt habe, durch die WebDR Group und Medien Group aus Frankreich, das sind Hammerteile, Ehrenwort, das sind 10 Millionen Fans und ihr merkt es nicht. So, dann fangen die da an, plötzlich mit Spoiler zu arbeiten. Jeder glaubt es und so weiter. Ihr müsst mal wirklich reingucken, was da steht und mit Spoiler und das alles. Da haben schon andere, ja, Spiegel, die Fokus und andere Zeitungen haben sich schon gerade gefragt, was passiert denn da? Die haben also auch schon geschmunzelt und haben aber auch schon solche Berichte nach draußen gehauen. Also Spiegel TV, googelt doch einfach, schaut es doch nach. Meine einer will euch nicht ärgern. Bin zwar Darth Vader für Arme, ja, das ist klar, aber euer Darth Vader möchte euch einfach mal sagen, meine lieben Freunde zwischen 14, 28 etc., wir, die über 30, 40 Jahre älter sind wie ihr, die also 30, 40 Jahre höhere Rechte an Star Wars haben wie ihr, die halt mit 7 und 8 im Kino waren. Ihr merkt, ich habe heute meinen Pomeran da, ich habe ihn als Rebell, ich sehe mich heute als ihn hier, der auch Carrie Fisher da einen erzählt hat, der da 40 Ohrfeigen abholen musste, aber ich bin, wenn man angreift, muss man das durchziehen und ich greife jetzt WebDR Group und diese Special Groups an, wie Filmstar, MoviePilot, GameStar, GamePro, Alliance, Network, IGN, My, ZDF, ARD mit ihrem Funk. Es ist zwar alles schön und gut, sie wollen Geld verdienen. Sie sollen ja auch Geld verdienen, ist ja auch in Ordnung, aber sie sollen doch nicht die Jugend so dermaßen umlenken, umformen, dass sie das gar nicht merken. Es wird doch Zeit, dass wir Altgardisten mal sagen, stopp mal, was geht denn da ab? Wir waren doch diejenigen, welche die Star Wars groß gemacht haben. 7, 8 Jahre, 1977, 1979 und aufwärts. Wir waren es doch. Wir haben es doch nur abgegeben. Wir haben es weitergegeben. So, wir sind jetzt in der vierten Generation und jetzt auf einmal kommen da diese Großmogule her und verseuchen unsere Jugendlichen. Sie verseuchen unsere Fans, ja? Oder unsere Fangruppen. Wir sind zerteilt und so weiter. 1% in Amerika, 1% ist ein gewisser Typ, der sich da aufgeregt hat. Dieser Typ hat eine Petition hochgefahren. Dieser Typ hat Ärger gemacht. Der hat sich mit Disney angelegt. Dieser Typ, Name unbekannt, googeln. Einfach nur googeln, dann wisst ihr, wen ich meine. Ja? So, ich kann euch alles aufschreiben und die Sendung wird sonst zu lang. So, und der hat hier, und dadurch ist es gekommen, dann wurde das aufgegriffen. Und dann, wenn solche Medien, solche Hammerfirmen, das dann in ihren ganzen Sachen abspulen, in dem Filmbereich, in dem Entertainment-Bereich, in dem Game-Bereich etc. pp., dann entsteht sowas, dann entsteht eine Wahnsinnsblase. 1% ein Typ und 1% die Disney hassen, haben eine Wahnsinns-Seifenblase hochgefahren, die ich jetzt versuche zu platzen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, dafür fühle ich mich zu klein. Aber ich bin der Meinung, als Firma bin ich meinen Kunden, meinen Freunden, mein Facebook, ich bin der Admin, fühle ich mich ein bisschen verantwortlich, ein bisschen ihr entscheidet. Ich fühle mich jetzt wie dieser
Zauberer, der die ganzen Zauber entzaubert. So fühle ich mich jetzt als Darth Vader für Arme. So, ich möchte euch dann nur ein bisschen anregen, damit Star Wars wieder das ist, was Star Wars war. Kult. Jetzt im Moment ist es kein Kult, im Moment ist es ein heilloses Durcheinander, bedingt durch solche Wahnsinnsfirmen, Gamepool und wie die alle heißen da. Und vor allen Dingen ARD, ZDF mit seinen Funk, die da reinhauen, die mal, die werden unterstützt, da habe ich nichts gegen, ich brauche keine Unterstützung. Ich mache alles selber. Alle, die hier in diesen Studien sitzen, wissen und sehen ja auch das Ergebnis, was dabei rauskommt. Und das ist wirklich Handarbeit. Das ist echte Handarbeit, da wird nichts gelogen, da wird alles in Handarbeit, in kleinster Handarbeit gemacht. Ich filme mich momentan wie George Lucas. Der hat damals auch versucht, was auf die Beine zu stellen, wie ich jetzt auch diese Sendung versuche auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, ich bedanke mich total und recht herzlich bei Marco und bei Yoshi. Denn Yoshi fragt ja auch, was ist denn bloß los? Er versteht es auch nicht. Gut, er redet, also normale Fans, ganz normale Fans recherchieren jetzt nicht. Die setzen sich jetzt nicht dahin und machen eine Doktorarbeit oder machen eine Wissenschaftssendung und nehmen das Ding auseinander. So, meiner einer versucht es ja jetzt als Admin und bei gewissen Portalen, das mal reinzusetzen und zu sagen, meine lieben Freunde, lasst euch doch nicht manipulieren. ARD, ZDF manipuliert durch Funk schon eine Menge bei YouTube. Ja, die hängen ja auch bei Facebook mit drin und das alles. Das ist alles eine Riesenblase, die wir zum Platzen bringen müssen. Glaubt bitte nicht alles, was da steht. Ja, Universe und was weiß ich nicht alles. Das sind Leute, die davon leben und das aufgreifen und alles. Und dadurch entsteht das. Ein Typ macht Ärger. Ein Typ hat bei Disney eine Petition. Ein Typ regt sich bei Twitter auf, weil dort Ray da plötzlich, also okay, Ray wäre gestorben, wenn ich da, also die Szene habe ich mir selber angeguckt, da im Thronsaal, wie sie da am Kämpfen war, an sich war das aussichtslos, sie wäre fertig gewesen, ja. Aber irgendwie wurde da umgeschnitten und dieser Schnitt war leider zu deutlich und im 3D sieht man das noch deutlicher, dann platzt so ein Film, das ist schon klar. Aber wenn man jetzt, wenn man diesen Flair, diesen Film, diesen von des Epos, Märchen, Galaxy Fantasy, so kaputt macht, wäre ich persönlich traurig, der jetzt seit 41 Jahren dabei ist. 41 Jahre, in der Regel stört mich nichts, bin ich ehrlich, ich gucke mir den Film an, gut ist. Ich hatte ja auch einen Gast da, diesen Gast, der sagt, wow, schau ich mir an, gut ist. So, das ist es ja. Ich habe viele Zuschauer, ich habe viele Kunden, die mit den neuen Medien gar nicht klarkommen. Ja, die wissen gar nicht, was das ist. Und wenn ihr 10 Millionen Fans von diesen, die ich genannt habe, euch manipulieren lasst, dann seid ihr selber schuld. Das wird wirklich wie so eine Seifenblase hochgefahren. Einer fängt damit an. Und jetzt machen alle nach. Meine lieben Freunde, ihr könnt einen Satz nicht spoilern. Das klappt irgendwie nicht. Ihr könnt zwar jetzt auf Englisch verweisen, haltet mich nicht für so doof, wie döfer ich sein sollte. Ja, ich mache das Ding hier nicht umsonst. Ich versuche halt mit dieser Sendung, mit dieser Community mal wieder Schwung in die Bude zu bringen. Nicht in meiner, sondern ne? Dass die Menschen mal wieder Lust haben, Mensch, analog, er könnte ja recht haben. Ich könnte nicht recht haben, ich habe recht. Ihr müsst einfach nur googeln. Und wenn ihr googelt und recherchiert und guckt, wie die schreiben und wer da ist und wer euch da einen erzählt, wenn ein 20-Jähriger, 18-Jähriger oder 28-Jähriger euch da so Sachen da um die Ohren haut mit Film und das ist so wenig und stimmt alles gar nicht. Also heute haben da einige von Disney eine lustige Sache gemacht und es könnte auch sein, also ich übersetze jetzt alles aus Amerika und Amerika habe ich mir alles angesehen. Ich meine, die Amerikaner hauen diesen einen da auch schon um die Ohren und auch seine Gruppe, die da das Ganze ins Rollen gebracht haben. Also er kriegt schon reichlich Pfeffer im Moment und daraufhin wollte ich hinaus. Ich weiß nicht, ob ihr recherchiert habt, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worum es geht und so weiter. Wie gesagt, achtet doch bitte darauf, dass wenigstens Star Wars, ich meine, die anderen helfen sich selber. Marvel weiß, jeder steht da wieder auf. Irgendwie kriegen wir das wieder hin. Das wird schon kommen, stimmt ja auch. Dann die Einzelsachen und so weiter, das geht bei Star Wars noch nicht.
Daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Ich meine, wenn die uns, also ich habe vorhin gelesen, immer so viel, das geht mir um den Sack, immer nur Star Wars, das geht mir um den Sack, dann bist du auch kein Fan, verstehst du? Wenn du Fan bist, geht dir niemals, wohlgemerkt, niemals Star Wars auf den Sack. Niemals. No change. Geht gar nicht. Wenn du Fan bist, nix. Ob der Formel 1 ist, Boxkampf, Fußball, ja, das geht dir niemals auf den Sack. Dann bist du kein Fan. Punkt, fertig, aus. Ist so. Dann gib Star Wars ab. Und such dir was Neues. Echte, waschechte Star Wars-Fans setzen sich hin und gucken nach, was ist denn da los? Die reiten nicht mit. Wir haben momentan eine Star Wars-Welle. Da will jeder. Jeder will irgendwie. Jeder will der Beste sein. Jeder erzählt was von irgendeinem teuren Kostüm. Und so weiter und so fort. Seht ihr, ich habe das Billigste vom Billigen. Naja, so billig ist es nicht. Soll auch egal sein. Aber wie gesagt. Und das ist das. Ja, wie teuer ist die Puppe? Was kann ich für die Puppe noch kriegen? Aber das ist nicht Star Wars. Ja, das ist ein wirtschaftliches Unternehmen, was ihr da treibt. Ja, ich möchte back to the roots. Ich will wieder zurück zu Star Wars. Als Film. Ich lege den rein, gucke ihn und dann gucken wir alle zusammen und reden. Oh, immer hast du gesehen, wie jetzt Real Life Yoda und so. Ja, solche Sachen. Ja, das hat so viel Spaß. Guck mal, was die da hatte. Mal soll eine Haarfrisur sein und so. Ach, herrlich. Okay, ist lange her. 41 Jahre. Und wenn man das so sieht, wie knallhart das jetzt hier abgeht, wie knallhart das kaputt gemacht wird. Ich sag mir gerade, wenn einer gegen Disney, gegen Star Wars, dann kann auch einer für Disney und für Star Wars mal in die Bresche springen. Ich habe jetzt nicht so viele Connections hinter mir. Ich habe zwar als Admin eine kleine Verantwortung euch 1000 gegenüber. Die anderen haben 50.000, 25.000, die Franzosen. Aber mir ist aufgefallen, dass viele gar nicht recherchieren, gar nicht bemerken, worum es geht. Ja? So viel Textur kann man ja gar nicht auf den Weg bringen, damit man es versteht. Das geht gerne bei Facebook. Da schreibt man sich ja wund. Und so viel Zeit habe ich auch gar nicht. Ich habe ja schließlich ein Unternehmen zu führen. Macht mir aber trotzdem, weil ich Lust dazu habe. Wie gesagt, ihr müsst ja nicht bei mir kaufen. Ich will das ja auch gar nicht. Kauft bei Amazon. Kauft bei Amazon und was weiß ich nicht alles. Die Schnäppchenjäger und so. Ich bin Star Wars. Ich fühle mich Star Wars, weil ich habe nochmal für Star Wars gearbeitet. Und deswegen mache ich jetzt. Ich bin jetzt Poe Dameron. Ich bin jetzt der Rebell. Ja? Und mache jetzt hier, Leute, kommt zur Vernunft. Kommt zur Vernunft. Und noch einmal. Beim Star Wars Community Wohnzimmer gibt es keinen Spoiler und auch keinen Alarm. Wer sich selber nicht im Griff hat, wer seine eigene Person nicht im Griff hat, zu sagen, der Film läuft gerade und ich weiß, dass meine Community alles sagt, gehe ich doch einfach jetzt erstmal nicht rein. Da lege ich einfach mal mein Smartphone zur Seite, eine Woche, ich lege mal meinen Computer für eine Woche weg oder gehe auf andere Sachen, gehe auf irgendwas anderes. So, aber doch nicht so, das ist doch alles nur Show. Dieses Rumgeeiere, Rumgemeckere da. Ein Promille in Deutschland macht Ärger. Mehr ist das nicht. Rechnet nur, jeder kann rechnen. Circa 80 Millionen Deutsche, die hier leben. Also Menschen, sagen wir mal Menschen. 80 Millionen Menschen, die hier leben in diesem genannten Bundesrepublik. Nee, auch noch niemals Deutschland, geteilt durch 16. Also 16 Bundesländer, Überschrift Deutschland, da leben 80 Millionen Menschen. So, in Bayern um die 12 Millionen sogar, das sind 184 auf so und so viel Quadratmeter. Ja, so umgerechnet. Also ihr könnt alles googeln. Und alles, was ich sage, könnt ihr googeln. Dann wisst ihr, ob ich jetzt die Wahrheit oder nicht die Wahrheit gesprochen habe und wie sich das alles zusammensetzt. Ja, ist vollkommen einfach. Dafür ist Google da. So. Man sollte sich auch selbst informieren und nicht einfach so einen Satz reinhauen, da, weißt du Bescheid? Natürlich, frag Google. Frag Google, der sagt es dir. Ja? So. Wenn ihr zu faul seid zu recherchieren, dann seid ihr selber schuld. Ne? So, recherchiert, denkt nach. Han Solo war spitze, war ein wunderbar, toller Film. Er hat mir gezeigt, was überhaupt Parsec bedeutet. Die Distanz einer gewissen Sache. Zweitens hat er mir und hat wieder 4 aufgewertet durch den Computer, den er genannt hat. Han Solo sagte in 4, dass er seinen Computer programmieren muss. Ja? Und jetzt weiß ich, wen er programmiert. L337 wird da programmiert. Ja, der ehemalige Druide, den wir kennengelernt haben, der jetzt im Falken ist. So,
jetzt haben wir noch einen Falken. Und zwar den also der ist lebendig geworden. Der Falke ist jetzt plötzlich im Vordergrund, der ist plötzlich im Fokus. Plötzlich ist diese Maschine, dieser Frachter, 37 Meter Durchmesser, oder wenn ich alles richtig recherchiert haben sollte jetzt, ich habe das nur gerade überflogen, deswegen. Googeln, immer schön googeln, wie breit der ist, wie lang der ist und so weiter, wie alt der ist und so weiter. Einfach nur googeln. Nicht auf meine Sprache achten, ja, sondern ich habe recherchiert. Ich habe nur nicht die Zeit jetzt hier stundenlang euch einen Vortrag zu halten. Das ist nämlich ein Monolog und kein Dialog, den ich sonst gern führe. So, ich bin heute Pomeron, habe nur die Kluft nicht an, bin jetzt euer Darth Vader und will euch einfach mal sagen, hey Leute, dafür ist die Sendung da, ihr seid total recht herzlich eingeladen, kommt vorbei ins Wohnzimmer, lasst uns reden bei vorlaufender Kamera und bringt halt Themen mit, die wir da recherchieren können und so weiter. Das ist nicht statisch, ist nicht vorprogrammiert, jeder kann irgendwie etwas von sich geben. Ist am Anfang nicht so einfach, kann aber werden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Googelt, recherchiert und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr Star Wars wieder dahin bringt, wo Star Wars hingehört. Ja? Und wenn ihr die sogenannten Fanboys 1998 und Episode 1,99 mal anschaut, dann bekommt ihr da auch einen ganz anderen Sinn. Ja, einen ganz anderen Sinn. So, wenn ihr Rogue One euch anschaut und Han Solo jetzt anschaut, einfach nur anschauen als Film. Nicht anfangen auseinanderzunehmen wie in einer Wissenschaftsshow. Ja? So, wenn ihr das euch anschaut, dann wird 4 immer interessanter. Ja? 4 wird immer interessanter. Jeder Satz dort wird viel interessanter. Und deswegen bin ich der Meinung, nur meine persönliche, nicht die Meinung Dritter, diese Meinung bin ich jetzt vor laufender Kamera, dass wir 2 und 3 sehen sollten. Wir sollten eine Trilogie sehen, wo alles reingepackt wird. Mir ist vollkommen egal, ob da irgendein anderer Überraschungsgast reingearbeitet wird oder nicht. Sondern mich dürft ihr nicht fragen, ich weiß alles. Ich weiß alles, 41 Jahre dabei, also erzähl mir nicht was. Ich könnte jetzt sofort Querverweise da bringen, wo man die alle reinschieben könnte und hin und her schachteln könnte, aber das ist nicht der Film. Das ist Legend, das ist die Old Republic, SWAT, die Spiele, Battlefront und alles gemischt in einem, Rebels, Clone Wars und so weiter. Demnächst Resistance demnächst, Destiny sind auch. In Destiny ist ja jetzt auch schon Kira eingebaut. Ja, ist ja auch schon da drin. Ja, deswegen, so, meine Meinung ist es, mir ist es wurscht, was da gezeigt wird. Ich kann mir schon vorstellen, was die damit meinen. So, aber mir ist gerade aufgefallen, dass die 10 Millionen Fans, die sich da ablenken lassen, durch diese Wahnsinnsfirma, die ein Wahnsinnsding hat und euch sowas von lenkt, mit Spoiler, Alarm und dieses und euch momentan sowas von negativ füttert, ihr merkt das gar nicht. Ihr werdet im Moment so stark negativ gefüttert, dass das Ganze zum Platzen droht. Das hat natürlich auch einen Sinn, das Ganze. Ja? Weil Fox hat gerade ein Angebot bekommen, mal eben Cash. Da will einer Cash zahlen. Ja? Der will also Cash zahlen. Und nicht so wie Disney da mit Aktienpaketen und was. Naja, die müssen ja mauscheln. Ist so. Disney ist zwar eine Wahnsinnsfirma, aber das Geld liegt nicht flach rum da. Also ist irgendwo drin. So, und Disney ist auch nicht so damit. Ne? Gut, der Fehler Disney war, zu sagen, wir machen, wie es gewohnt sind. Wir machen Bambi, wir machen Mickey Mouse, wir machen was. Ne? Irgendwas. Und die Leute sehen das und finden das toll. So, das geht bei Star Wars nicht. Bei Star Wars geht es nicht. Weil Star Wars ist seit 1991 eingeläutet worden, ja, dass sie noch mehr machen dürfen. Ja, nicht nur Film. So, und die haben es gemacht und die Leute sind darauf eingestiegen. Meiner einer würde sich auch auf Old Republic freuen, so richtig. Old Republic, wirklich vom Anfang an, Mogus und wie die alle heißen da, Sidious, Plagueis, alle, die man gehört hat, Ninius, Raven, ach einfach alles, was da so rumkreucht und fleucht, aber das ist nicht Disney. So, Disney-Kanon ist nicht Lucas-Kanon und die Amerikaner, wie gesagt, dieses eine Prozent dort, die da den Wirbel veranstaltet haben, sollten wir jetzt mal ignorieren. Meine lieben Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr positiver würdet.
Ich würde mich freuen, wenn ihr positiver würdet für Star Wars. So wie wir früher Star Wars positiv empfanden. Gut, wir hatten nicht Internet. Wir hatten das nicht. Wir hatten keine Smartphones und so. Wir mussten uns so. Wenn einer negativ war, den haben wir dann zur Seite gestellt. Komm, geh nach Hause. Ja, ist das so. Wenn einer sagt, der Stuhl ist aber scheiße. Und alle sitzen da bequem. Was erzählt der denn da? Okay, seine Meinung ist ja in Ordnung, aber dieser eine wollte uns allen das dann malig machen. So. Und jetzt im Moment machen solche Wahnsinnsfirmen. Solche Wahnsinnsfirmen machen Wahnsinnssachen. Und wie gesagt, passt bitte auf. Lasst euch da nicht über Löffel barbieren. Kommt zurück zum Kern von Star Wars. Ich weiß, wer jetzt. Das war ja nur eine kurze Zeit, Krieg der Sterne. 1977 war Krieg der Sterne, da waren wir in einem Lichtspielhaus. Ja. Ihr merkt, die Angriffe, die waren also recht heftig. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass die Sendung gesehen wurde anhand der Texturen, die da so in den verschiedenen Sachen rum und so weiter. Also ich fand es toll, ich musste schmunzeln. Die Sendung wurde also gesehen und das finde ich in Ordnung. So, das war jetzt die Monolog-Sendung eures Admins. Ich als Admin freue mich, fühle mich ein bisschen verantwortlich, deswegen habe ich mich hingesetzt und mal was geht denn hier ab. Und stelle da fest, dass die Webgroup da mal so richtig Gas gibt, dass ARD, ZDF mit seiner Gruppe, Funk und so weiter loslegt. Ja. Wenn ihr da die 18, 20-Jährigen da beim Tüfteln ansieht, wie die sich da gegenseitig und so, ist eure Sache. Ich hätte jetzt eine Live-Sendung machen können, kann ich, ist kein Thema. Aber ich habe mal wieder eine Aufzeichnung gemacht, ich habe mir wieder was dabei gedacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr zurückkommt, back to the Star Wars, ne? Ursprung. Star Wars Ursprung, Krieg der Sterne Ursprung, hier in Deutschland, in Amerika ist es, bleibt es Star Wars. Ja, warum das hier halt verdeutscht wurde in den 70er Jahren, weiß ich auch nicht. Das war halt so. Genau mit den Spoilern in den 80er, das war auch so beim Kadett und so weiter. Also denkt dran, eine Textur zu spoilern, eine Textur hochzufahren, irgendwie. Das kommt zwar aus dem Englischen, Spoiler kann man alles nachlesen und so weiter. Aber wenn man Rücksicht nehmen möchte in einer Textur, das ist anders gemeint. Ja, man soll die jetzt nicht Pamphleten da und Pamphlets raushauen, sondern halt ein bisschen konform das Ganze. Aber es gegen 10 Millionen jetzt, gegen 10 Millionen Fans dieser Firma Webdia aus Frankreich und aus München, das sind die größten Medienfirmen, da jetzt euch. Ja, ich will nicht spalten, nix. Ich will einfach nur sagen, googelt doch. Googelt doch bei einem ganz Großen. Ja, gib mal ein, da habt ihr guckt doch mal, für wen die alles zuständig sind. Und schau doch mal, wer da alles rumeiert. NerdTV und das alles bei Funk und das Ganze. Da wird alles gesteuert. Ich werde nicht gesteuert. Ja, ich bin eine Firma, ich bin für euch da, ich bin der Admin dieser Gruppe. Ich habe mir das alles ausgedacht. Ich lade auch alle ein. Manche, wie gesagt, werden auch fürstlich belohnt. Kommt auf den Status an. Manche werden, also alle werden auf irgendeine Art belohnt. Also umsonst lade ich nicht ein. Ja? Ich gebe mir Mühe und so weiter und so fort. So, und das war's. Bedanke mich für die Resonanz der Sendung. Und ich fordere gar nichts auf. Ich würde mich nur freuen, wenn ihr es mal tätet, mal ein bisschen zu graben, nachzuschauen, was geht denn hier ab? Warum ist denn plötzlich hier so ein Hass entstanden? Wer ist denn da überhaupt für zuständig? Wer war denn das? Ja, T-Shirts kommen da plötzlich mit Hangover, Kennedy, weg damit. Und hallo, lasst euch doch bitte nicht von solchen 1 Promille hier in Deutschland macht Theater, ja? 1 Promille macht in Amerika Theater. Und durch diese Mediengruppen wird daraus 300% gemacht. Da wird so gemacht, als ob die halbe Nation, die Spaltung, es gibt überhaupt keine Spaltung bei Star Wars. Man schaut sich Star Wars an, man kennt Star Wars oder mich interessiert oder nicht. So Gruppen gibt es mehr, aber nicht. Ich habe ja recherchiert, ich habe ja eingeladen. Ja, ich habe ja auch wieder so einen Videoclip gemacht, wieder mit einem Gast, einer der Älteren. So, und dieser hat einfach gesagt, dann habe ich meine beiden ab. Ja, Marco und Yushi. So, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und die anderen waren ja auch schon da. Bei Rupert bedanke ich mich immer noch, weil er die tollen Bilder da gemacht hat, die ich zwischendurch nutzen darf.
Ich finde das toll. So, ich fühle mich momentan hier wie Monsieur Bomberunder, der rumfliegt, der dabei Achterball, also ich meine mit so einem Flieger aufdupfen im Weltall, der wäre ganz schön weit weggeflogen. Aber ist doch alles egal, ey, Leute, das ist Fantasy, das ist Galaxy Fantasy. Wenn der hier Mist baut, eine Schrägkurve liefert im Weltall, ey Leute, da regt sich keiner drüber auf, ohne irgendwelchen Düsen macht er da, der fliegt seinen Flieger da. Sein X-Wing Fighter da, der fliegt das Teil, als wäre er auf dem Boden, dabei ist er im Weltall, hat überhaupt keine zusätzlichen Düsen und was weiß ich nicht alles, hat nur sein. Nee, und ach Leute, dann fragt ihr euch, warum fallen die Bomben nicht? Was soll denn da? Lass sie doch fallen und gut ist. Noch einmal, man hat sich schon was dabei gedacht. Man will natürlich von Lucas weg. Disney möchte von Lucas weg. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Disney möchte ein A bis Z-Kanon, Disney-Kanon, Disney möchte neue Spielfiguren, Disney möchte neue Leute. Ich meine, dass Mark Hamill sich aufgeregt hat, dass er plötzlich nicht mehr dabei ist, oder? Ist doch wohl klar, es geht hier um Geld. Er hat ja auch gefragt, hier, kannst du mich nicht bis zum Ende drin lassen, der möchte Geld verdienen, darum geht es. Ja? Die Frage lautet, muss er sein? Muss er so ein Kampfpilot sein? Ja? Muss plötzlich der Falke sich manifestieren, muss jetzt plötzlich der Falke eine Person sein, da habt ihr euch auch noch nicht drüber, ne? Da habt ihr euch noch nicht drüber ausgelassen. Muss der unbedingt dabei sein? Muss dazu sein? Ja. Also Recherche hat ergeben, dass Disney natürlich das Ganze ein bisschen platzen lassen möchte, ein bisschen verändern möchte. Und das hat mit, also es gibt sehr viel, so wie ich, der von mir aus 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit Star Wars. Wäre mir total egal, ich bin es ja gewohnt, bin ich ja ehrlich. Ich bin ja es gewohnt, weil wenn man dafür zuständig war, gearbeitet hat, war das der Brötchengeber. Und wenn man einen Brötchengeber hat, dann kann der ruhig 7 Tage, 24 Stunden mich voll dröhnen. Ich verdiene Geld damit. So, das ist aber vorbei. Das ist schon seit 11 Jahren vorbei und das ist nur Spaß. Und dieser Spaß, wenn der mir genommen wird, dann sage ich, ey Leute, ihr nehmt sehr viel den Spaß. Ihr nehmt einfach den Spaß denen, auch die kleinen Jugendlichen zwischen 8 und 9 Jahre heute, die wollen selben und ist halt so. So, der Film, das war der Beste hier. Ach, komm her, hab ich gerade weggeschmissen hier. Genau, Filmstarts. Das waren ja die Besten, deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt reicht's. Die wollen mehr Nacktheit sehen, möchten so halb Porno sehen, so. Ey Leute, wenn ihr mir nicht glaubt, Google, nachlesen, geht doch einfach mal hin, lest doch einfach mal, was die da schreiben. Ja, sag ich so, stopp, es reicht. Ne? Nackte Haut sehen und er. Ey Leute, lasst euch bitte, bitte, ihr seid 10 Millionen Fans von denen da. Ja, ihr seid selber schuld, wenn ihr euch da irgendwie manipulieren lasst. Back to the roots, back to the future, back to Star Wars, so wie Star Wars ist. Von mir aus kriegt der Sterne 77, 78, 79 und ab 80 aufwärts. Star Wars ohne Ende. So. Aus Sicherheitsgründen sage ich, da flippt da einer wieder aus. Ich sitze auch heute nicht mehr mit einer Super 8 Kamera und mache Aufnahmen. Nein, nein, heute alles nicht mehr. Ich bin ein ganz normaler, der ganz normal, ich habe nur das große Glück, alles kaufen zu können. Ich habe nur das große Glück, es nicht kaufen zu müssen. Ich habe das große Glück, ein Händler zu sein, mehr nicht. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun, an sich müsste ich gar nichts machen. Das ist jetzt so eine Art Hobby-Modus. Ich komme auch wieder auf die CeBIT 1995 zurück. Uprom TV, Du bist TV und Du.de, Community, ICQ, AOL, ja? All solche Sachen da, Web 2.0, World Wide Web und 7Load und all solche Sachen. So, das waren so die Anfänge. Ja, da wurden ja schon Gelder verschoben und was weiß ich nicht alles. So, die gibt es ja alles gar nicht mehr. Clipfish und so weiter. My Video und so. Das ist ja alles nicht mehr so. Dailymotion ist noch übrig geblieben, da könnt ihr eure Sachen parken, aber da guckt ja kaum einer. Beispiel. So, und die anderen müsst ihr halt bezahlen. Dann sind die ganzen Firmen gekommen in Köln, wo ihr die mieten konntet für 99 Euro und alles, zu dem Zeitpunkt D-Mark, dass sie euch managen, dass sie euch hier Livestreaming machen, die konnte und alles. Das ist ja alles so ab der CeBIT 1995 entstanden
Und 4 Jahre später kam das Netz so richtig auf und das war der Glückstreffer von Star Wars 1999. Das war der Glückstreffer für die Fanboys 1998. Und dadurch wurde, durch die Fanboys wurde dann E1 aufgewertet. Ja, ich fand es auch so stark, wie der eine sagt, ey, was ist denn, wenn das ein Scheißfilm ist oder wenn das floppt? Fand ich schon stark, wie das da gesagt worden ist. Das ist ein sehr lustiger Film. So, aber Rogue One und Han Solo haben 4 so dermaßen aufgewertet. In dem Moment, wo ein Monolog oder Dialog stattfindet, ich muss mein, ne, programmieren, Mann, yo, das ist doch der Droide. Yo, die haben den doch da eingebaut. Der ist doch in diesem Falken eingebaut. Der weiß doch wirklich, der hat ja so viele... Der weiß genau, wie man fliegen muss. Da ist alles drin. Han Solo hat einen perfekten Navigator da drin. Ihm kann kaum was passieren. Da wird er nur eintippen da. Und der macht da. Und der rechnet. Und der Falke lebt ja an sich. Der Falke ist ja an sich L337. Ja? Wenn man das alles mal so sieht. Das habe ich auch vorher bei 4, 5, 6 gar nicht gewusst. Und deswegen mache ich dieses Video. Deswegen habe ich dieses Video gemacht. Deswegen habe ich einfach mal mich hingesetzt, recherchiert, was geht denn hier ab? Was ist denn los? Ich musste so vielen Kunden erklären, was wir für Sendungen machen, was es für neue Sendungsstyles gibt. Nicht nur ARD, ZDF und Würstchen, Fernsehen. Nein, sondern auch Homekino, Self und so weiter. Ganz viele Sachen. Ich habe so stark recherchiert bei Facebook, ich habe so stark recherchiert bei YouTube und so weiter und so fort. Ich habe so stark recherchiert bei Google. Hammer. Ich habe mir richtig Zeit genommen, obwohl ich sehr schwer am Arbeiten bin, habe ich mir trotzdem Zeit genommen, um so stark zu recherchieren und um dahinter zu kommen, was geht denn hier ab. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, macht da mit. Ihr braucht, wie gesagt, nur googeln. Dann seht ihr und hört ihr alles. Wie gesagt, es sind 10 Millionen Fans mittlerweile. Und 10 Millionen Fans, das ist schon ein Hammer. Und deswegen passiert das auch alles bei Facebook. Einige fühlen sich wie Trolls. Sie müssen da einfach eingeben. Ja. Sie müssen einfach stumm machen und so weiter. Sie müssen ja ihre Sache verteidigen. Sie müssen ja auch die Firma verteidigen. Weil wenn wir das alles jetzt aufdecken, ja, wenn wir das alles jetzt aufdecken, ey Leute, hier läuft ja ein schiefer Film ab. Dann können auch solche Firmen platzen. Das ist halt so. Google hat ja auch mal so einen Anschiss bekommen. Wie gesagt, Webdia, das ist einer, die sitzt in München und in Frankreich. Das ist eine Hammer, wirklich eine Hammerfirma. Was da alles in der Welt der Medien abgeht, die haben so viel zu sagen. Und dann ARD, ZDF ist klar, mit ihrem Funk und das alles. Die mischen jetzt bei Facebook mit, die mischen jetzt auch bei YouTube mit. Und deswegen haben wir klein natürlich keine Chance, größer zu werden oder mit der Wahrheit zu arbeiten oder wirklich Sachen zu machen, auch Leute auszubilden vor der Kamera und so weiter und so fort. Geht ja alles gar nicht. Wir leben in einer wirtschaftlichen Welt, der Große frisst den Kleinen und der Kleine frisst den ganz Kleinen und ob die Mikroben auch gefressen werden, weiß ich nicht. Also ist eine Ausdehnung. Ja? Das Universum dehnt sich aus. Und somit ist das halt, diese Ausdehnung, das hat sich irgendwie bei uns, wir sind bei in der technischen Welt, irgendwann sitzen hier Roboter, die Ruinen, werden wir mit leben, haben auch unseren Spaß, ja, aber dann gibt es uns, mich schon mal gar nicht mehr. So, das war's, ich bedanke mich, euer Darth Vader für Arme, und kommt mal langsam runter und kommt mal wieder zurück zu Star Wars und ihr seid total recht herzlich eingeladen zu erscheinen, Lust zu haben, mitzumachen. Also in dem Sinne bedanke ich mich, dass ihr überhaupt zugehört habt. Da 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 da
Bum, 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 bum